Big Togo, mein Boss. Ich bin. Oh oh. Oh oh. Oh oh, Achtung hier. Speak to my boss. Speak to my boss. Er zeigt nach oben und wer sitzt da oben? El Vegano Loco, Unge, in seiner Waldhütte, umgeben von Marihuana-Plantagen. Und Unge entscheidet jetzt, ob Fritz Meinecke und Survival Martin leben dürfen oder nicht. Ach du Scheiße, Digga. Falsch, Kompass falsch rum. Man, ihr habt noch nie richtig gefickt, ihr wisst gar nichts. Ich bin am Ölen, du! Echt jetzt? Kann ich essen? Das war's ja noch lange nicht. Mach mal bitte aus, wirklich. Schön Ding, Nemi. Hallihallo und Lölle, herzlich willkommen bei Survival Money. Ist es möglich, von einer Meeresseite über eine Hochebene und einem Gebirge auf die andere Seite einer Insel sich durchzuschlagen? Fritz, wir haben was geschafft? Wir haben mittlerweile ein Viertel der Strecke nur. Scheiße. Und jetzt ist die große Frage. Da kommt noch mehr. Hochebene, weiterlaufen und wieder runter. Ob wir das überleben, erfahrt ihr jetzt hier im Teil 2. Was in Teil 1 passiert ist, seht ihr mal ganz kurz hier in dem Teaser aus Fritz seinem Video. Ich könnte mir den ganzen Tag ich bin wirklich so ein dummer Affe. Ich könnte mir den ganzen Tag so Survival-Content anschauen und dabei einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen und dann sagen, ja, ich könnte das auch. Und sobald ich in der Natur bin, trete ich auf den Stein und bin am Heulen. Wir sind heftig am Ölen. Das geht die ganze Zeit bergauf. Ich glaube, vielleicht sich bis auf den Berg auf allen Vieren hoch. Wir reiten uns wieder in die Scheiße, stehen wir wieder drin. Bei Dämmerung bauen wir ab und verpissen uns weiter. Ey, der, das ist was anderes hier. Der Sponsor des heutigen Videos, oder der DSU besser gesagt, ist Rhino Shield. Macht gute Handyhüllen für dein Handy. Die habe ich auch schon längere Zeit am Start, weil dein Handy einfach gut geschützt ist. Haben wir auch schon bei Fritz im Video gehabt. Mhm. Und wir werden natürlich auch auf meiner DSU oder auf den Teil, wo wir zusammen laufen, auch noch ein bisschen testen. Sehr gut. So, vielen Dank an Rhino Shield und wir machen jetzt los. Auf geht's. Wir müssen noch zusammenpacken. Und der Fußbus fährt, fährt da immer. Der Fußbus fährt immer. Ja. Richtig. Manchmal auch auf allen Vieren mit Knie in der Kacke, wie in Teil 1. Bevor ich jetzt quasi alles einpacke, werde ich mir noch. Was machen die, wenn sie sich streiten? Bringen die sich um? Schnell eine Runde Rice and Pudding ansetzen. Das Ding ist, eigentlich müsstest du es ja mit warmem Wasser machen. Hab ich aber gerade nicht. Nimm einfach kaltes Wasser. Nimmst du eine lange Dusche. Wenn man doch durchweichen lässt, ist das gut. Und Fritz will halt auf dem Weg essen. Nicht nochmal eine Pause machen. Deshalb mache ich mir das einfach schon ready. Vorkommen mit. Dann kann ich es einfach so beim Gehen so. Um mich nochmal kurz abzuholen. Wir sind hier drüben gestartet in Paul Domar. Haben hier einen schönen heftigen Aufstieg auf bis zu 1300 Meter gemacht. Das ging hier rüber, hier, hier, hier. Und sind jetzt hier oben an dieser Kammstraße. Mhm. Das ist das, was wir geschafft haben. Die Kammstraße ist entgegen des einheimischen Volkes, besteht die Straße tatsächlich nicht aus Kamm, also aus Sperma, sondern es geht um das Wort Kamm für die Haare. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Die Straße ist nicht, wie ursprünglich angenommen, komplett aus Sperma. Ja, das möchte ich hier nur mal ganz kurz klarstellen. Das ist nicht die Kammstraße. Ja, hier drüben, das werden wir später gleich sehen, kommt ein riesen Canyon. Mhm. Und den wollen wir vermeiden, indem wir dem hier so ein Stück umlaufen. Das heißt, nächster Checkpoint wird circa hier sein. Dann geht es über die Hochebene rüber. So ist zumindest der Plan. Ja, also die Hochebene ist so geil, glaube ich. Da kann man... Stell dir... Komm. Es wird so ein kleiner S-Verlauf, weil hier kommen wir nicht durch. Das werden wir, wie gesagt, gleich noch sehen. Und was jetzt, ist denn da? Als allererstes, heißt es erstmal ein bisschen Straße hier rüberkloppen. Nach einer sehr windigen und nicht wirklich erholsamen Nacht war ich am nächsten Morgen froh, endlich wieder loslaufen zu können. Mit dem Ausblick... Das mit den Voice-Overn bei den beiden finde ich übrigens extrem geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich sehr nice. Und dem Sonnenlicht war das tatsächlich was richtig Tolles. Oh oh, das ist ein Level 12 Bulle, Digga, weg da. Nee, ich glaube, das ist es nicht, Digga. Woran kann man erkennen, ob eine Kuh aggressiv ist? Stellt die auch irgendwas auf so oder so? Also wie ist das? Die hat gefaucht, ne? Ja, zweimal. Die hat ihren Kopf so bewegt. An den Beinen. Sie kratzt auf den Fußboden. War die Flöte... Ach, war die Flöte. Joker, danke schön. War die Kuh jetzt gerade aggressiv oder nicht? Wenn die faucht? Die kackt. Die wedelt mit dem Schwanz. Die stellt den Schwanz auf. Nee, war die aggro? War die aggro, die Kuh? Jo? Nee? Halb. Joa. Wie kann man denn eine Kuh nicht aggro machen? Also, dass man sich zum Beispiel halt auf die draufsetzt und einfach die Kuh quasi reitet und als Fortbewegungsmittel benutzt.
Digga, das ist ein Bulle. Das ist ein Bulle, ja. Umschubsen, okay. Madeira, ey, wie gesagt, immer noch so schön. Und ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr seht bis hier, also bis das Horizont, bis zum Horizont gehört alles Unge. Ach, geil. Trail closed, Wanderweg geschlossen. Circuito per momento finito es intento. Das heißt gar nichts. Eigentlich? Also dann wird safe vorne wahrscheinlich irgendwo einen Erdrutsch gegeben haben und der Weg ist weg. Ja. Naja, also mein Plan wäre, wir, also... In Deutschland wäre das einfach gar nicht, gäbe es nicht mal so ein Schild. Ist natürlich jetzt vorbildsfunktionsmäßig eine schwierige Nummer, aber wir sind ja auf einer Durchschlagigung. Ich würde einfach mal den Weg folgen. Langsam, du gehst vor und dann gucken wir mal, was passiert, oder? Es setzt langsam der Wahnsinn ein. Also ich halte es einfach in dem Fall einfach für sinnvoller, nicht halt anzugehen, weil wir wieder so zurück. Das Schild hat Unge aufgestellt, ja, man weiß es nicht. Okay, dann würde ich sagen, habe ich hier wirklich einen saugeilen Track gefunden. Was hältst du von dem hier? Ich meine, klar, man könnte jetzt rechts die Stufen hochgehen. Aber der sieht für mich geiler aus. Hast du aus gestern nicht gelernt? Der hat aus gestern nicht gelernt. Ah, Bollo de Caco, das traditionelle Brot aus Madeira. Kann man sehr gut essen, findet man überall. Fang mal, Manni, Achtung! Joy X3, Dankeschön. Das war scheiße. Ja. Ich bin mit Kacka beworfen. Ich warne dich vor, das ist wieder so ein Ding. Dead End. Du wolltest doch jetzt nicht unten lang auf dem Pfad. Ja, aber wer sagt denn, dass das der Pfad hier ist? Das ist ein Kuhpfad, Digga. Okay, wo lang? So wie gestern. Nee, okay, wo lang? Oder wollen wir doch wieder runter und zu den Bauarbeitern? Ja. Ey, vielleicht können wir die auch bestechen. Bestechen? Du möchtest ja, hast du Geld mit? Regel oder so. Powerriegel. Ey, nee, jetzt mal ohne Schatz. Digga, was hast du vor, Fritz Meinecke? Meinst du, wir können ihn ein bisschen belabern, oder dass wir doch vorbei können? Deutsche Simex. Du kannst doch so, ey, una, por favor, obrigado, Ding. Ja, dieser sogenannte Track teilt sich auf in 1000 verschiedenen kleinen Wegen. Und es ist halt einfach nicht zu sehen, wo es jetzt hier Sinn macht. Es kommt gleich ein Bereich, da geht es nur auf Vierfüßlergang weiter. Mhm. Digga, ich weiß nicht, wo das hier hinführt. Das letzte Mal, als wir es gemacht haben, weißt du, wo es geendet hat. Versuchen wir wirklich die Bauarbeiter zu bestechen, dass wir sagen, wir müssen da durch. Ich würde das auch ziemlich witzig finden, wenn ich ehrlich bin. Ich versuch's auf Englisch einfach dann. Also der Plan ist jetzt, den Bauarbeiter zu bestechen. Ja. Also wir gucken erstmal, was ist die Lage, was ist passiert. Fritz baut es schon mal vor. Und sollte es dazu kommen, dass es halt wirklich nur irgendwas ist, wo man doch irgendwie vorbeikommt, dann frage ich die einfach ganz nett. Du hast ja auch einen Stock, sag ich mal, ne? Weil wir brauchen diesen Track hier, wir brauchen diesen Weg. Weißt du, ich versuche auf Englisch den zu erklären, hey, sorry, I have a mission, but we have to come to... We have a mission. Ach so, ja klar, nee, dann geht durch, natürlich, nee, es ist okay. Dass da hinten die Geheimoperation von Unge läuft. Digga, die sind so blöd, die müssen nur einfach nur den Inselbürgermeister anrufen, die wissen doch, wer es ist. Von die eine End zu die andere End. So, we must go here over there. Vielleicht verstehen sie mich, vielleicht auch nicht. Ja, wenn ich Zeichensprache... Game Mode, ne? Ich habe auch einen Fuffi bei, weißt du? Dann hauen wir den Fuffi dazu und dann lassen die uns schon durch. Einfach mal so einen Zehner hinhalten. Ja, und dann Fuffi. Fuffi? Wie ein bisschen teuer, oder? Ein Wegzeug? Fuffi, das ist einfach... Ich mache so. Einfach nur so einen Zehner mal. Unkommentiert. Einfach nur so einen Zehner hin. Ich frage, ich sag so, hello, we have a mission. Can we Unsichtbarkeitstrank. Go this way for a little bit money? Ja, ja. So, also auch ganz, ganz cringy. Ach du Scheiße, Jungs. Mach das, Alter, mach das. Ey, ihr wisst aber schon, dass die jetzt die Straße nicht irgendwie besetzt halten oder so und man die bestechen kann, weil da vielleicht einfach wirklich was passiert ist. Ja, aber das sind Profis da. Wie wollt ihr den Erdrutsch bestechen? Die sind doch auch da. Die müssen auch da arbeiten. Vielleicht können wir da dran vorbei unter deren Sicherung. Und dafür kriegen die einen kleinen Obolus. Ah, Digga, Fritz Meinecke denkt auch, er ist in Bolivien. Hallo. Yes. Mission, but this Levada is being closed for a while. Is it really not possible that we go
Okay. Across is just a minute. We are. Well, I don't know. Just can you speak to my boss? Is in the front. Oh, Leute. Ey, wenn die jetzt Pech haben, dann steht er da mit einer geladenen AK, der Unge. Okay. You can speak that? Denis. But you can go speak with them if you let you go. Das ist, was mir am besten gefallen hat. Er sagt zu mir so, nein, geh nicht. Und Martin hält zu den Zählen. Is it really not possible? Und er so, maybe. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie bei Pokémon. Wenn ihr in die Arena reinkommt, ihr geht nicht direkt hier zum Arena-Leiter und wollt euch in den Orden ziehen. Ihr müsst erstmal an den ganzen Trainern vorbei. Mhm. Ja, und wenn ihr die besiegt habt, dann kommt er zum Endboss. Okay. Maybe? Going to the chef? Okay. We speak to the chef. Okay. Okay, thank you. Yeah, okay. We have to say, okay, we give us a small piece of paper. Okay. Alter, der muss erstmal an allen NPCs vorbei. Oh mein Gott, Digga, das ist wirklich Action hier. No. Okay. We go on, yes. Yeah, okay. No problem. Okay. Alter, nicht mal bezahlen. Thanks. Kriegst du es in? Ja, alles gut. Also, dass das geklappt hat, das ist wirklich unglaublich. Die haben den Weg neu gepflastert, das war's. Die haben den Weg einfach neu gepflastert, what the fuck. So, jetzt haben wir quasi eine Baustelle, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes überwunden. Und jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Gut, Jungs, dann aufs Nächste. Vielleicht auch schon die Hochebene, wir wissen es noch nicht. Ja. Also irgendwann kommt die Hochebene, aber wir wissen nicht, was da kommt. Ja, no problemo. No problemo. An der Stelle hier hinten sieht man jetzt nochmal richtig schön diesen Canyon. Wir sind quasi hier auf der linken Seite, sind wir heute Morgen komplett auf dem Kamm lang. Und jetzt machen wir... Also nochmal, der Kamm ist so eine Erhebung in der Landschaft und nicht Wichse. Das, ne? Machen wir quasi die Querung, weil... Ja, die müssen aufpassen, Ungarn hat überall Sniper auf den Bergen. Das ist genau der Punkt, wir hätten quasi von da oben einmal bis in die Schlucht runtergemusst und wieder hoch und... Ja. Das Freestyle und das ist nicht möglich, man sieht es ja wieder. Deswegen war halt der Plan, okay, wir umlaufen das und haben jetzt genau diesen Scheidepunkt erreicht. Mhm. Und jetzt versuchen wir hier hin auf diese Hochebene raufzukommen. Ja, klar. Ich habe ja auch kartenmäßig geguckt, es gibt von dort drüben bis hier rüber keinen Weg. Also keinen, eigentlich mal einen kleinen Trampelpfad oder sowas eingezeichnet. Nicht ohne Grund? Ja, ich meine, macht halt auch keinen Sinn, ne? Ja, wofür? Alter! Einfach eine Wasserachterbahn. Also angeblich soll's da irgendwie weitergehen noch. Wir müssen es nur finden. Im Endeffekt, Pi mal Daumen, müssen wir da so lang. Martin, gar keinen Bock. Jetzt, wo das Wasser wieder aufgefüllt ist und wir sind so bei 3,5 Kilometer, ist das schon ein Unterschied. Ja, ja. Ich bin am Ölen, du! Alter, was hier für ein Plateau ist, guck mal! Alter! Junge! Mit einem einfach das Saarland! Im unglaublichen Aufstieg hatten wir Kirito Boy, die Hochebene erreicht. Eine surreale Umgebung, fast wüstenähnlich. Und es macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied für die Psyche, wenn man endlich das Etappenziel erreicht hat. So, für die Leute, die es immer hinterfragen, gibt es denn da keine Zecken? Oh doch, reichlich, Freunde. Da sieht man sie. Sau smart, die auf der Hand zu haben, am Finger, oder? Inzwischen bin ich schon ganz schön gebumst. Mir tun auch die Füße ganz schön weh. Also, freue mich echt so, wenn man so merkt, okay, man geht dann runter. Das ist schon sehr... Auch wenn es nicht so wirkt, aber... Ja, ist ein neues Biom. Ja, ich reiß mich aber auch zusammen. Ich habe mir auch geschworen, dieses Mal... reiße ich mich zusammen. Möchte nicht wieder der blöde, blökende Typ sein, der in der schönen Natur durch die Gegend brüllt. Also generell, Karte... Digga, was die alles an Essen dabei haben, Junge. Das ist so smart, diese ganzen, diese Ready-to-go, einfach Hida-Meals, so geil. To be honest, ich hatte auch mal so eins, es hat aber geschmeckt wie vertrocknete Pferdescheiße, Digga. Eingenordet. Und jetzt geht es natürlich darum, auch sich ein bisschen grob zu orientieren. Wir sind hier... diesem Levada-Weg gefolgt und müssten jetzt ungefähr
Levadas sind übrigens diese Dinger, diese Betonkanäle, in denen das Wasser fließt. Das sind so alte Feldbewässerungen. Ja, das habe ich gelernt von Patron El Vegano Loco. Kurz vor dieser Straße dahin sieht man ab und zu mal so ein paar Autos kreuzen. Also das heißt, wir befinden uns hier, da wo der Stein liegt. Hier unten nach Seixal wollen wir. Seixal ist auch sehr geil. Dann noch ein Stück weiter in Porto Moniz gibt es diese, diese natürlichen Pools so am Meer. Die sind sehr, sehr geil. Ich glaube, es ist noch ein bisschen kalt dafür, wa? Und wollen aber über diesen Pfad hier absteigen. So, ne? Also ich mache hier mal so ein paar, dass man das so sieht. Hm. Wir halten uns halbwegs in die Richtung und versuchen da durchzukommen und werden dann immer wieder ein bisschen gucken. 12.08 Uhr. 12.08 Uhr. Ich würde auf jeden Fall gern eine klassische Mittagspause machen, wo wir auch unsere Ausrüstung einmal raus sind und trocknen. Weil wir wissen nicht, was noch kommt. Nachher kommt noch eine Nacht und dann haben wir nasse Sachen. Freunde, bevor es jetzt gleich in den finalen Abstieg geht, gönne ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen. Was ist denn mit Obama los einfach? Digga. Milchreis mit Beeren dran. Und die sehen richtig gut aus. Guckt euch das an. Das ist einfach der Obama? Absolut normal. Und ich werde jetzt einfach mit allem Schlag aufessen. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht. Also, die Luft da oben ist ja auch sehr dünn, ne? Ja, den Scheiß kann sich doch keiner angucken, Alter. Ich werde jetzt ein wenig Spaghetti Bolognese essen. Sag mal, Fritz, isst du auch noch was anderes, du Sau? Guten Appetit, liebe Freunde. Die Hochebene war abwechslungsreich, aber im Verhältnis zum Aufstieg auch sehr schnell vorbei. Mhm. Noch waren wir keinen Meter abgestiegen. Wir wussten, das kommt noch. Also Hochebene ist beendet. Hochebene ist beendet, ja. Ja, ist gerade so eine Übergangsphase, genau. Genau, ja. Gerade so eine. Aber du siehst ja, Hochebene konnte man ja weit gucken, fast schon so ein bisschen wüstensteppenmäßig. Jetzt geht's hier eher in so ein. Ich finde keine Worte dafür, keine Ahnung. Weiter geht's. Da kann man sich doch einfach runterrollen, oder? Ihr wisst ja, dass Rhino-Shield dieses Video einfach sponsert. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie gerade richtig Bock, weil es geht runter, ich habe gute Laune. Einfach kurz Bock auf den Test. Fritz! Ja? Fang! Ja. Hast du? Ja, das ist halt das Ding. Wir müssen das Ding auch auf Herz und Nieren prüfen. Ich weiß doch nicht, was soll ich denn damit? Wie oft wollen wir so ein Herspiel schmeißen? Genau. Es hat jetzt hier so ein bisschen Dreck dran, aber... Oh mein Gott, die Handyhülle schützt nicht vor Dreck. Ja? Komm auf den Fels, die Scheiße. Das hat geknallt. Und? Da ist ein Kratzer. Displayriss. Kompletter Marsch. Verarscht. Naja, wir haben hier oben, haben wir, aber das ist nur eine Folie. Ja, Folie ist egal. Das ist nur eine Folie, hier ein kleines Ding. Naja, wie immer halt dreckig, ne? Aber das war's noch lange nicht! Oh, Scheiße! Digga, das... Ja, einer geht noch! Aber jetzt fang einfach! Digga, das ist genauso geil gemacht wie bei Klaas Rassenfahrt. Das war ja... Das war ja gar nichts. Ich probier mal den da. Ja, passiert nichts. Okay, warte, ich probier noch mal einen, sagst du? Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Ja, okay, hier, fertig, Test zu Ende. Also nachdem Fritz das Ding auch noch mal malträtiert hat, es ist zwar dreckig, gar keine Frage, aber Display ist heile, es funktioniert weiterhin. Ganz ehrlich, noch einmal die Seite, alles safe, die Seite ist auch alles safe. Was ist denn das für eine App, die der da drauf hat? Wenn ihr ein geiles Produkt sucht, was euer Handy schützt, auf den Touren oder egal wo, dann ist das eine super gute Lösung. Rhino Shield, erster Link in der Beschreibung. Also das, was wir mit den Dingern jetzt schon gemacht haben, zeigt mir das. Mit dem Meer am Horizont machten wir uns auf in den Abstieg. Zu dem Zeitpunkt wusste Fritz nicht, wie es mir eigentlich ging, denn ich hatte Schmerzen in den Waden, in den Beinen, mir war schlecht und hatte tatsächlich Angst, dass wir es an diesem Tag nicht schaffen könnten. Ja, wir sind mittlerweile auf ca. 550 Höhenmeter und man sieht auch hier... Ah, das Handy ist nicht eingerichtet, I see. ...wird es jetzt schon deutlich saftiger und grüner. Saftig, Digga. Extrem große Farnblätter. Da oben sind wir lang. Das ist so krass, diese Dschungelmäßige. Ja, aber geil aus. Aber ist natürlich auch anstrengend, ne? Aber guck dir an, wie Martin da in diesem grünen Blätterdach sitzt. Fehlen nur noch so ein paar Affen, die hier umher springen. Bisschen so Mowgli, Dschungelbuchmäßig. Kotzt du da? Aber Martin, wenn du brichst, müssen wir das schon auf Cam haben. Ich brech nicht uncam, vergiss es. Okay.
Das können wir doch pixeln. Das ist auch widerlich, wenn du die Kamera einfach so drauf hältst. Das können wir immer noch rausschneiden. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Real Talk, soll ich Kamera ausmachen? Mach mal bitte aus, wirklich. Ein Moment, in dem mir einfach alles zu viel wurde. Oh, nee. Zum Glück habe ich mich schnell erholt, auch wenn mein Gang inzwischen eher aussah wie ein angeschossenes Reh. Fritz Meinecke läuft in der Zeit einfach auf den Händen. Let's go, der Hase. Ja, das ist niemals der Weg hier. Man ist hier so ein Flussbuch oder sowas. Das fällt mal neben. Alter, hast du meinen Stock gesehen? Ist arschgeil, so ein Stock, muss ich echt sagen. Also ich bin der Meinung, Leute, und ihr könnt das gerne im Chat erstmal proven, sollte Deutschland irgendwann in den Krieg ziehen, wird uns Fritz Meinecke eigenhändig retten. Oder? Was sagt ihr dazu, Chat? Der Typ ist so ein Tier. Junge. Der spielt einfach Apex Legends. Schaut es euch an. Dolly, ich war Erster. Hat doch keine Handschuhe. Du bist doch lebenswichtig. Einfach mal reinjumpen. Ey, das sieht schon geil aus, gerade hier. Das ist krass. Oha, Junge. Von da oben sind wir gekommen, Alter. Noch höher. Über den Wolken waren wir da drin. Über den Wolken waren Mittlerweile wir. Mittlerweile ist mein Bein übrigens auch am Zittern. Ja? So ganz leicht, so puckern. Ja, ja. Puckern ist, ja. Ich bin froh. Oh. Hier unten ist ein Village, da muss man aufpassen. Wegen den Raids. Freunde, wir sehen das allererste Mal. Urban. Ja, wieder Häuser. Wieder auch so Straße zu sehen. Alter, geil. Alter, Wahnsinn. Auch wenn die Beine wehtun, einem schlecht ist. Aber dieser Moment war für mich sehr besonders. An einer Felskante stehen, das Ziel vor Augen, in die Ferne schauen, das Meer. Einfach der absolute Wahnsinn. Das ist der Grund, warum ich solche Abenteuer mache. Digga, ich fühle mich wirklich wie bei Herr der Ringe. Schokolade geht immer, überall. Wenn ihr mal probieren wollt, mit dem Frutscher Weibematten, gibt es 10%. Mhm. Ich spart Geld und unterstütze solche Abenteuer. Link in der Beschreibung. Okay. Martin, was? Ich hab gesagt, da sieht man den ersten Heuhaufen, aber das kam gerade nicht so rüber. Ist gerade irgendwie ein anderes Feeling hier so. Oh, rauszukommen plötzlich. Das ist noch ordentlich runter. Oh, wir sind noch nicht da. Ich glaube, wir sind hier nur in so einem Bauernding erstmal. Wassermelonen. Wollen wir uns einen Zopf? Ach, jetzt geht das wieder los. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach so eine Melone klauen. Einfach so eine Wassermelone. Einfach am Straßenrand. Ja, die haben die Bauern hier bestimmt hingelegt, weil die die nachher noch abholen. Hör doch auf. Ja, hier geht der Pfad weiter. Das ist der Pfad. Du, wir bist auch noch ans Meer. Das sind locker noch 300, 400 Höhenmeter jetzt. No joke. Das war's ja noch lange nicht. Das sind immer noch keine Bananen. Was sind das? Aber keine Ahnung. Das kann man essen? Dass das hier was zu essen ist? Das sieht nämlich Martin. So aus, als wenn man die essen kann. Martin. Was ist das? Warte. Du saßt vor... Was ist denn das? Was sind... Fühlt 30 Minuten halb kotzend auf der Treppe. Und jetzt fängst du an, irgendwelche Früchte hier zu naschen. Ich mach den Test, okay? Wenn ich allergisch reagiere. Die würden das doch hier nicht pflanzen, wenn das nicht einen Nutzen hätte. Ja, vielleicht ist das irgendwie... Machen die damit Schmieröl oder so für ihre Mopeds. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Dieselkraftstoff, ein Ökokraftstoff. Ich weiß es doch nicht. Ja, kann man auch essen wahrscheinlich, oder? Sonst würden sie die ja nicht pflanzen. Digga, das ist aber nicht. Der frisst einfach alles, was es gibt. Und hier sehen wir schon richtig schön die Nordküste. Geil. Es ist so krass, die Nordküste sieht so ein bisschen aus wie Irland. So ganz, ganz rough. Und die Südküste sieht so richtig Copacabana-mäßig aus. Aber wir sind immer noch nicht unten. Martin will hier schon wieder irgendwelche exotischen Früchte am Wegesrand probieren. Jetzt hör doch auf, alles zu essen, Alter. Willst du sterben? Ja. Ich rede nicht mit dir, Tobi. Echt jetzt? Kann man essen? Ja. Oh, du kriegst so Flitzekacke nachher, wenn wir durch sind. Das ist eine Pflaume. Du bist auch schon so eine Pflaume. Ich esse den Scheiß nicht, Alter. Die Einheimischen gucken uns hier ganz komisch an. Zu Recht. Was denn jetzt? Nein, hör doch auf, da irgendwie schon wieder was abzumachen. Kürbis. Ah ja, willst du jetzt einen Kürbis fressen oder was? Du halluzinierst schon. Da wohnt Unge.
Ich denke, das ist der optimale Zeitpunkt, um mit Marlin auch mal über die nächste Durchschlageübung zu sprechen. Der ist schlimmer als Siemens mit dem Clown. Wir müssen uns ja steigern. Also wir müssen irgendwie vielleicht mehr Kilometer kommen oder anderes Environment. Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt für Teil 3 dieser Saga, dann schreibt gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Oh, das ist Zitronenbaum, Digga. Das ist Zitronenbaum. Guck, halt drauf, bitte. Halt auf die Zitronenbaum. Das wächst hier wie Sand am Meer. Zeig die Leute jetzt den scheiß Zitronenbaum. Zeig ihm jetzt den Zitronenbaum. Die wollen das sehen. Freunde. Ich glaube, sie haben es geschafft. Martin. Digga, es ist einfach 7 Grad und die gehen ins Meer. Die spinnen doch. Ist es möglich, von einer Seite meiner Insel nach oben über die Hochebene runter auf die andere Seite nur Karte Kompass sich durchschlagen? Scheinbar schon, ja. Wir haben es geschafft, wir haben ein bisschen. Franz Meinecke dachte gerade, der wäre immer noch auf der Kammstraße. Hier, schaut mal. Hey, ich will dieses weirde Video mit den zwei nackten Männern am See jetzt gucken. Da guckt genau hin. Über die Hochebene runter! Auf jetzt. Die andere Seite nur Karte Kompass sich durchschlagen. Ja, Franz Meinecke denkt immer noch, er wäre in der Kammstraße. Wir haben es geschafft. Wir haben ein bisschen gelitten, aber wir haben auch geile Sachen gemacht. Und ich fand es mega abwechslungsreich. Hammer. Und die Nacht, boah. Was ein Ausblick, Alter. Wahnsinn. Emotionen kochen über. Dickes, fettes Dankeschön nochmal an Rhino Shield, der eine geile Handyhülle sucht. Ja. Rhino Shield, Link in der Beschreibung. Und wir verabscheuen uns. Wir sehen uns auf der nächsten Durchschlag. Wie gesagt, wir verabscheuen uns. Übung. Nicht vergessen, wer schützt. Ich hab euch lieb. Macht's gut. 77 Dankeschön. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist. Ich glaube auch, dass Martin verrückt ist. Alter.